Fallout 4. Wir haben heute endlich nach ganz, ganz langer Zeit mal die komplette X01er-Rüstung. Die habe ich schon an. Aber wir werden sie natürlich jetzt nochmal ein bisschen austauschen, denn ich will ja eigentlich die hier weiterführen. Das heißt, nehmen wir die hier, stellen die mal daneben und... Nein, da kann ich nicht. Hier nicht. Vielleicht kann ich sie hier verlassen. Hier kann ich sie verlassen. Sehr gut. Da. Okay. Jetzt nehmen wir ihr mal alles weg oder machen wir es andersrum? Ich glaube, wir machen es sogar eher andersrum. Wir gucken mal hier. Wir nehmen das hier und das hier. Den Rest kannst du ja behalten. So, Powerrüstung. Mein Inventar. Meine Kleidung. Genau. Zack. Und zack. Richtig? So, okay, alles klar. Fügen wir hier noch schnell die Sachen ran, die wir jetzt hier noch bei der weggenommen haben. Also zack, 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 zack. Und wir steigen da auch mal ein. So, okay. Ach ja, genau. Ich mache ja mal die Fusionskerne raus. Dann stellen wir sie nämlich mal weg und machen dann die andere fertig. Ich glaube, dann könnten wir die sogar auf die höchste Stufe bringen. Also echt komplett fertig. Mach mal gucken, ob unsere Ressourcen reichen. Das weiß ich noch nicht. Stellen wir dich mal hier hin. Nein, das wollte ich nicht. Aber gut. Nehmen wir es wieder weg. Ich habe übrigens auch als... Also ich musste Ewigkeiten nochmal nach der Rüstung suchen. Ich habe mich die ganze Zeit da verlaufen. Ich habe da aber diesen Aggressotron noch, von dem wir gekillt hatten. Der hatte eine Metallbeinschiene dabei. Die werden wir auch uns gleich mal angucken. Die kriegt vielleicht Piper. Mir ist mal auch gerade aufgefallen, dass wir... Kleidung? Nee, doch, ist alles da. Müssen wir mal schauen, ob wir Piper dann vielleicht... Hi, Piper. Aufgepasst. Wohin? Die ist jetzt ja unsere Freunde. So, okay. Waffen? Nee, kannst du alles behalten? Da hast du noch Muni, ja? Oder? Hast du noch Muni? Ja, die hat noch Muni. Wir haben nämlich für dich Kleidung. Wo war das? Ist das hier gewesen? Ja. Ich meine, rechtes Bein. Da müssen wir mal gucken, was wir so haben. Mantis. Was haben wir? Wir haben das hier, rechtes Bein. Nee, haben wir nicht. Das hier haben wir, oder? Nee, haben wir auch nicht ausgerüstet. Das hier vielleicht? Könnte sein. Ich glaube sogar, dann geben wir ihr sogar mal das hier. Warte mal. Beinschild links. Ja, okay, das ist es tatsächlich. Das heißt, wir rüsten uns jetzt mal das hier aus. Nein! Du kriegst das hier. Und das kannst du auch gleich anziehen. Das gibst du uns dafür wieder. Danke, das war... Ich wusste schon, dass es unseres ist. Okay, warum auch immer. Kleidung. Wo haben wir das jetzt gehabt? Das hier, ist das richtig? Ja, okay. Dann müssen wir das hier mal kurz noch extra machen. Ne? Ach so. Ah! Also, bist du bereit, loszuziehen? Geil. Nee, leider nicht, Dude. Wir sind da jetzt mit Piper und so, du weißt schon. Wirst du verstehen? Okay, herstellen. Aber cool, dass er hier ist. Dann haben wir ihn wiedergefunden. Das ist sehr schön. Sollen wir mal schauen. Das hier, ne? War das? War das was? Ja, ich glaube, das ist... Okay. Standard? Nö, wir nehmen das Höchste. Bam! Und Extras nehmen wir natürlich... Geschmeidig? Nein, zusätzliche Tasten nehmen. Taschen meine ich natürlich. Und verlassen. Okay, das haben wir. Dann... Ach, wir machen sogar mit der Kryowaffe weiter. Weißt du was? Ja, nee, verdrück dich. Verdrück dich. Verdrück dich. Mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Ja, ja, ich sehe uns hier in Sanctuary. Kryolator, da haben wir ihn. So, jetzt wollen wir mal Standardlauf, wollen wir nicht. Wieso kann ich den jetzt schon wieder nicht nehmen? Der füllst nicht. Schraub, ich könnte kotzen. Standard können wir hier... Warte, wahrscheinlich auch Schrauben. Okay, okay. Ja. Okay, da können wir immerhin. Geil, nehmen wir ein Leuchtvisier. So, zack, haben wir Leuchtvisier dabei. Das ist doch immer schon ein bisschen was. Zack, beenden wir. Und jetzt machen wir mit dir weiter. Herstellen. Kann ich das hier? Ist es die richtige? Ja, es ist die richtige. Okay. Der Helm. Was können wir denn mit dir machen? Wir wollen natürlich die höchste MK-Stufe. Unbehandelt? Nein. Was haben wir denn? Jetzt müssen wir mal schauen. Thermalbeschichtung, erhöht Resistenzen, erhöht Schaden durch Explosion, Energie, beschleunigt Regeneration deiner Aktionspunkte im Sonnenlicht, erhöht die Trefferpunkte deiner Rüstung. Wir brauchen eigentlich die Walltech-Lackierung. Aber dass ich hier mehr APs bekomme, könnte auch schon geil sein. Ja, das müssen wir sogar fast nehmen. Mache ich auch. Weil wegen dem Jetpack. Das heißt, wir müssen die anderen vielleicht auch nochmal ein bisschen umändern. Ohne Extras. Strahlungsfilter entfernt. Nee, brauchen wir nicht. Sensoren erhöht Wahrnehmung. Nö.
Erhöht Nein auf Klärungszeug bei Verwendung des Zielfernrohrs werden fallen. Nee, brauchen wir auch nicht. Erhöhte Intelligenz brauchen wir auch nicht. Das Visier markiert lebende Ziele. Ich würde sogar fast sagen, dann nehmen wir die interne Datenbank. Dann, was brauchen wir hier noch? Intern haben wir Helmlampe. Helmlampe blau. Wallboy. Nehmen wir Wallboy. Das ist Reus. Aber egal. So, dann machen wir weiter. Rechter Arm. MK3. Nein, MK5. Zack. Unbehandelt. Nein, wir wollen auch hier... Können wir jetzt hier auch was machen, was die... Was uns mehr APs bringt? So, mal schauen. Erhöht Stärke, wenn alle Teile... Nein. Nein. Erhöht Trefferpunkte? Nein. Strahlungsresistenz... Explosionsre... Scheint leider nicht so zu sein. Aber wenn alle Teile sind... Wir machen jetzt ja eh dann nicht mehr die normale Lackierung. Das heißt, ich würde dann sogar sagen, wir nehmen irgendwie ein bisschen was, was uns hier noch ein bisschen extra bringt. Die Titanverkleidung. Nehmen wir mal die Titanverkleidung. So, ohne Extras? Nein, wir wollen Extras. Tesla-Armschienen. Erweitert unbewaffnete Angriffe mit Energieschaden? Nein. Verringert Aktionsprogramm für starke Angriffe? Erhöht waffenlosen Schaden? Waffenlose Angriffe verursachen zusätzlichen Blutungsschaden? Ich nehme mal sogar das. Obwohl, wir benutzen eigentlich kaum starke Angriffe. Ja, wir nehmen die Tesla-Armschienen. So. Dann machen wir mit dem weiter. Wir wollen aber das Höchste, bitte. Komm, hau raus. Zack. Unbehandelt. Können wir hier wieder was machen, was uns vielleicht APs bringt? Wäre schön, das schöne Jetpack häufiger nutzen können. Leider nein. Okay. Dann würde ich sagen... Erhöhen wir hier sogar mal... Nehmen wir auch... Ne, die nehmen wir hier sogar dann die Bleiverkleidung. Dann setzen wir mal alles so ein bisschen was von allem sozusagen mit dran. Kalibrierte Stoßdämpfer. Erhöht die Tragekapazität. Erhöht den Schadensradius von Einschlag. Verringert die Aktionsweise beim Sprinten. Erhöht die Sprintwelle. Nein. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktion, wenn du dich bewegst. Das nehmen wir. So, jetzt müssen wir mal schauen. Haben wir dich jetzt schon komplett? Wallboy? Ja, haben wir. Jetpack, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch was anderes machen. Wir können auf jeden Fall das hier schon mal machen. Unbehandelt natürlich auch nicht. Wir wollen irgendwas mit mehr AP. Erhöht die Trefferpunkte? Nein. Strahlungsresistenz? Nein. EMP-Abstimmung, Thermalbeschichtung, die können wir leider nicht machen. Das heißt, wir nehmen sogar mal den Explosionsschutz. Jetpack, klar, das bleibt. So, haben wir noch was? Das ist jetzt alles MK4, richtig? Aber, ich weiß, irgendwo hatten wir auf Overdrive Servos, genau. Hier gehen wir mal davon weg, weil das kostet uns ja nur noch unsere schönen Aktionspunkte. Ich würde sagen, wir gehen auch hier auf die kinetischen Servos, damit wir schön unsere APs in die Höhe treiben für das Jetpack. Und verlassen. Nützlich, oder? Nützliches, hoffe ich. Und jetzt haben wir eigentlich die ultra fette Rüstung, die es so gibt. Das ist schon geil. So, gucken wir von außen. Bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Oh, wie schnell die jetzt hochgehen, das ist geil. Jetzt laufen wir. Die pushen sich sofort wieder hoch und wir können sofort wieder benutzen. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh yeah, ist das cool. Okay. Mensch, Piper. Müsstest du mich auch langsam kennen. Okay, also dann schauen wir mal, was wir mit, wo wir wirklich weitermachen wollen. Inventar, wir müssen natürlich auch noch unsere coole neue Waffe testen. Das heißt, wir werden uns mal ein bisschen vielleicht sogar in die Innenstadt begeben. Combat Zone? Was ist denn die Combat Zone? Naja, wir machen sogar mal vielleicht hier, komm, machen wir mal sogar das hier. Das klingt nämlich am meisten nach Action, deswegen machen wir heute mal eher mit dem weiter. Begib dich zum CIT. Machen wir. Machen wir. So, wo ist das CIT? Da können wir sogar schon hin. Das ist schön. Das ist sehr schön. Bin mal gespannt, ob wir dann auf diesen Runner da treffen. Oder ob das nur so eine verborgene Sache bleibt. Könnte ich mir nämlich auch fast vorstellen, dass wir wahrscheinlich nie auf den treffen. Sondern dass so eine Art Geheimnis-Ding bleibt. Also man sieht vielleicht hier irgendwo Schatten oder eine Entfernung, aber mehr halt irgendwie auch nicht. Könnte ich mir jedenfalls... Na gut. Okay. Wo müssen wir hin? Wir haben auch einen Skillpunkt. Nice. Dann gehen wir mal gleich aus.
Was wollen wir? Was gibt uns denn mehr APs? Wir müssen jetzt eigentlich super auf AP skillen. Wahrnehmung, Bewusstsein und deine sind bestimmt die Waffenfähigkeit. Ausdauer. Ausdauer bestimmt die Gesundheit, so stark Sprinten, Aktions... Und wie stark du verbrauchst. Ich will aber mehr. Charisma ist eine Fähigkeit, die du bestimmst, aber... Nein. Intelligenz. Intelligenz beschreibt, wie viele Erfahrungspunkte du als Punkt. Nein. Beweglichkeit reversiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und du schleichen kannst. Juhu! Das müssen wir eigentlich hinnehmen. Die Frage ist natürlich, kriegen wir mit irgendwas noch sehr viel mehr Aktionspunkte? Jetzt müssen wir mal kurz durchgehen. Nein. Nein. Du, nein. Nein. Das da, das hier vielleicht? Nein. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Stehst du damit? Nein, nein, nein. Streng dich an. Nein, brauchen wir alles nicht. Du erhältst maximale Gesundheit. Brauchen wir nicht. Begleiter brauchen wir auch nicht. Okay, hier scheint es alles weit nicht zu geben. Immer rein mit dem Zeug. 50% jährige Chance, wenn du von Camps abhängig zu werden, brauchen wir nicht. Teurer Hundefreund, Kampfhund, ja gut, brauchen wir nicht. Hacker brauchen wir auch nicht. TNT, Sprengstoff, große Waffen, nein. Komm schon, wo ist es denn? Gibt's hier nichts, was uns da bringt? Du hast keine Zeit zu finden, deine Aktion zu regieren. Ja, merken wir uns mal. Nein. Du bist eine Kreatur danach. Zwischen 18 Uhr und 6 Uhr erhältst du 2 Intelligenz mehr. Das ist natürlich witzig. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Wir skillen jetzt volle Kanne auf J-Pizzle. Fortgeschrittenes Training? Nein. Warte. Nein. Okay, du nein. Wir brauchen mehr EP, AP. Auch nicht. Gibt's hier nichts weiter in dem Bereich? Du hast mehr, nein. Fleisch von Sterblichen brauchen wir alles nicht. Robotik-Experte, flinke Finger verlieren, weil du schneller nachladen. Ist natürlich auch witzig, darauf können wir auch mal irgendwann gehen. Ich weiß nicht, wie schnell sie das machen, aber wenn das schon eine Menge wäre, dann ne, könnte das irgendwann eine ziemlich geile Sache werden. Warte mal. Der Tod steht dir gut. Tötest du Gegner im VRTS, besteht eine Chance von 50%, dass deine Aktionsweise vollständig wiederhergestellt werden. Ja, das ist auch nicht schlecht. Da wäre aber das oben, dass sie schneller insgesamt regenerieren, wahrscheinlich immer noch besser. Ghoulisch brauchen wir auch nicht. Ödlandflüsterer brauchen wir auch nicht. Nein. Ich brauche doch einfach nur mehr. Mann, Leute. Wenn du eine Power-Rüstung trägst beim Sprinten gegen der Feinde oder fügst du ihnen Schaden zu, bringst sie zum Teil mit Roboter und übergroße Gesinnte gegen Taumeln immun. Konzentrier dich. Nein. 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 Auch nicht. Und? Auch nicht. Okay, das heißt, wir nehmen erstmal den hier, den Action Boy. Du hast keine Zeit zu verlieren. Deine Aktionspunkte regenerieren sich schneller. Zack. So, das haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir mal... Gehen wir mal rein. Wo müssen wir denn hier hin? Wird uns nicht angezeigt. Daten. Überwache die Funkfrequenz des Gunners. Da. Gehen wir mal hier ein bisschen näher ran. Scheint in die richtige Richtung zu gehen. Jetzt nicht mehr. Nice. Wird's jetzt stärker? 8? Nee, okay. Also in die Richtung. 8. Komm. 13. Sieht gut aus. Hier lang. 17. 19. Sieht sehr gut aus. 23. Sieht immer noch gut aus. 29. Hier lang. Oder? 33. Sieht sehr gut aus. Nein, falsche Waffe. Richtige Waffe. Hier lang. Endstation! Die Spur verloren. Nimmer 42%, das sieht gut aus. Hey, lass das. Wo sind sie da?
56%. Können wir es hier aufmachen? Sollen wir hier rein? Hast dich verpisst? Was? Nein. Ich komme gleich zu dir. Geil! Sind wir einfach durchgegangen. Zeit, sich fertig zu machen. Warum müssen Sie sich immer wehren? So, 67%. Gehen wir hier hin. 69%. 70%. Das sieht sehr gut aus. Gehen wir mal so. 73. 78. Okay, das ist schon schnell zu stimmen. 79. 81. 86. 86. 92. Nein, müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht die Sachen nur zum Explodieren bringen. Ich schätze mal fast, wir müssen hier rein. Ja, alles klar. Dann gehen wir mal rein. Bin ja gespannt, was es jetzt hier für eine Mission so bringt. Ich meine, die haben natürlich jetzt voll die Arschkarte. Also wie hart muss der denn sein, dass wir in der Rüstung noch verkacken? Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Oh ja, Piper. Du zeigst es ihnen. Was haben wir da? Ankochen ist geil. Ja, das brauchen wir alles nicht. Mülleimer brauchen wir soweit auch alles nicht. Ich glaube fast, das können wir ausmachen, oder? Wir lassen es mal noch an, mal schauen. Vielleicht passiert hier noch irgendwas. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Der Runner ist im ersten Stock. Sofort töten. Hoffentlich kommt er nicht wieder. Die Lobby kann sich da noch mehr herumtreiben. Okay. Ordentlich ab. Leute, lass das. Oh, oh. Was ist denn los? Wie viele sind da? Eine ganze Menge. Na, sind da noch mehr? Das scheint erstmal nicht zu sein. Ich nehme sogar mal das Schwertchen. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel LP, sehe ich gerade. Ich speichere mal. Da sind sie wieder. Was hat er? Hat er was Schönes? Ne, hat er nicht. Gucken wir kurz hier rein. Ist alles nicht so das Geile, was sie hier dabei haben anscheinend. Ich glaube, die Runner sind nicht so krass, wie die immer denken. Wir laufen weiter. Der Runner ist jetzt im zweiten Stock. Zweiter Eindringling im Offscheniel beim Hochgesicht. Ist mit dem Ding so dermaßen unzerstörbar. Eine Camp-Kühlbox. Die knacken wir gerne. Okay, die knacken wir auch einfach. Buffet und Red. Na gut, brauchen wir zwar nicht. Aber egal, wir kriegen ein paar extra AP. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Haben wir dich schon gelootet? Nee, haben wir nicht. Nehmen wir mal die Idee hier. Komm, ich öffne. Und der nächste Nachruf. Batz. Wieso der Nachruf? Als ob sie jetzt hier wirklich einen Nachruf auf irgendwelche Gunner schreiben würde. Ah, die Piper. Die quasselt auch eine Menge. So, gucken wir mal kurz hier rein, ob hier irgendwas Spannendes ist. Nö, scheint nicht. Gehen wir mal hier lang. Hey, da draußen ist was. Oh, der ist Ledgy. Dann verdient er auf jeden Fall einen Nate. Dude. Lass es einfach. Komm, gib einfach auf. Was hat er? Einen Rüstungs... oh Gott, ist das schlecht. Wir nehmen es mit, aber es ist super schlecht. Treppenhäuser und Gänge verbarrikadieren, falls noch nicht geschehen. Was sind das mal für Ansagen, als ob die hier nicht... Sind wir mal ehrlich, die müssen doch eigentlich wissen, dass sie keine Chance mehr haben. Dead. Wo ist der Död? Okay, der scheint ordentlich abzugehen.
schnell hinter. Okay, wir scheinen extrem nah hinter ihm zu sein. Oh, ne Moment. Ich muss hier immer schön alles mir angucken. In der Hoffnung, dass wir hier auf keinen Fall irgendwie richtig geilen Scheiß mehr sehen. Oh, hier können wir es knacken. Nice. Doch! Mann! Hätte doch klappen können. Sehr schön. Geschafft. Oh. Aber alles nicht. Gibt's hier noch was? Platten brauchen wir nicht. Oh. Kleber, sehr schön. Oh, da können wir wieder was knacken. Ich meine, wir könnten natürlich auch wirklich einen Mod benutzen und dann mit dem Jetpack unendlich viel fliegen, aber ich würde fast sagen, wir machen das erstmal, wir modden erstmal nichts, weil das Spiel auch nicht irgendwie kaputt machen, weil wir da gar nicht mit anfangen. Sondern ich würde sagen, wir skillen auch erst ein bisschen drauf, also mit diesen ganzen Aktionspunkten-Scheiß, wie ich es jetzt schon angefangen habe. Und dann, wenn wir das Spiel, sagen wir mal, irgendwie mal durchgespielt haben, ja, oder so ähnlich jedenfalls, oder keine Ahnung, könnt ihr ja auf jeden Fall schreiben, was ihr insgesamt davon so haltet, von den ganzen Ideen, dann würde ich sagen, machen wir das und ansonsten versuchen wir es halt erstmal auf die normale Art, das Ganze noch ein bisschen in die Höhe zu treiben, dass wir es möglichst häufig benutzen können. Alter, lass es. Ja! Die haben alle irgendwie Schlagstöcke dabei. Wie schaltet ihn aus? Wer hat das gesagt? Du willst tanzen? Cool, tanzen wir! Piper? Bist du schon wieder voreilig? Raketenwerfer? Oh, den nehmen wir mit. Molly nehmen wir mit. Oh, Piper hat sich Freunde gemacht. Den haben wir es gezeigt. Oh, das war sogar ein Legi-Typ. Was hat er? Safe-Knacker? Raider-Rüstung? Vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Ja, ich meine, wir nehmen es mit, aber ist jetzt auch nicht so geil. Damit haben wir nun wirklich gar keine Probleme. Schmeißen jetzt mal ein Stimpack und speichern. Jetzt können wir hier wahrscheinlich diese Dinge hier alle machen, aber das brauchen wir gar nicht. Hm. Zur Ausgangsposition zurückziehen. Der Runner nähert sich dem Aufzug. Warum bekämpft ihr mich denn, Leute? Ich meine, ganz ehrlich, wenn der so hart ist, warum konzentrieren die sich nicht weiter auf den oder rennen einfach weg oder so? Ich weiß es nicht. Aber warum machen die denn... Warum greifen sie mich hin? Ich bin doch gar nichts getan. Na gut, ich hatte eine ganze Menge getan. Okay. Hier weiter? Kommen wir hier durch? Scheint nicht so. Na gut, wir suchen uns einen anderen Weg. Danke für die Nate und die Erfahrung. Oh, dann gucken wir mal kurz nach. Was hast du? Ach, der hat nichts Schönes. Oh, da können wir es knacken. Immerhin ein bisschen EP farmen. Obwohl wir mittlerweile... Ich muss mal schauen, wie viel EP wir jetzt gleich für die kriegen. Aber ich glaube, so viel könnte es gar, dürfte schon gar nicht mehr sein. Ja, okay. Und? Wie schön. Na gut. So schön ist es auch nicht. 7. Und Piper hat das gefallen. Ey, wir sind doch schon mit Piper hier. Da kann schon ganz viel passieren. Na? Noch eine Runde? Noch eine Runde? Na gut. Na gut. Oh, Hallöchen. Dann nehmen wir doch erstmal schön die EP mit. Nehmen wir die Sachen mit. Nehmen wir hier auch alles mit. Gucken wir uns mal kurz um, ob jetzt hier nicht irgendein Scheiß noch versteckt ist. Sieht nicht so aus. Hier weiter. Oh, hier können wir es knacken. Ja, das ist doch schön. Ach. Wieso denn? Ich meine, da könnten wir uns eh überlegen. Also ich hatte mir vielleicht sowas halt ausgedacht, dass wir ganz am Ende halt sozusagen, wenn wir wirklich fertig sein sollten. Ich glaube ja nicht, dass es das praktisch dann das Spiel so zu Ende ist, dass man nicht mehr weiterspielen kann. Oh, geil. Dann, dass wir dann mal so ein bisschen mit Mods ein bisschen wirklich die Sachen, keine Ahnung, also mal wirklich ausfreaken, so praktisch da als Epilog.
Aber ich glaube nicht, dass wenn dann die DLCs für rauskommen, dass ich die noch weiterspielen werde. Das werde ich, glaube ich, nicht tun. Ich glaube, wenn das Spiel einmal vorbei ist, werde ich es dann auch, glaube ich, ad acta legen. Weil es gibt ja auch noch ein paar andere Spiele, die demnächst rauskommen, die, glaube ich, sehr cool sein könnten. Und deswegen... Schlechte Idee. Den haben wir. Den haben wir auch. Das fragst du dich aber ziemlich häufig, Piper. Du scheinst nicht sehr viele andere Journalisten zu kennen, habe ich so das Gefühl. Aber bleib ruhig bei mir. Die kriegst du auf jeden Fall mal gute Stories. Nein, nein. Ne, er schießt den. Wieso hat er denn hier vorher nicht geschossen? Der hat mich geholfen. Der hat zugeguckt, ne? Ey, diese komischen Lichter, die immer diese Geräusche machen. Ist irgendwas Geiles? Sieht nicht anders. Okay, wir gehen weiter. Oh, wir können nach oben fahren. Ohne Piper, ohne Piper. Warte, warte, warte. Und? Da ist er. Nee, da ist er nicht. Die ist mal wirklich nicht. Da ist er. Okay. Wollte schon sagen. Ich meine, die kann sich nicht beschweren. Die hat von uns an sich schon Ausrüstung bekommen in einem Wert von, keine Ahnung. Ja. Was sie hier an Muni rauskloppt. Terminal können wir leider nicht knacken. Was war das? Ich glaube, da war nichts. Piper hat sich irgendwas so eingebildet. Wir gehen weiter. Okay. Jetzt ist es auch irgendwie deutlich ruhiger geworden. Schade, als hätte der Runner ganze Arbeit gelassen. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Nein! Er sollte mir nur das Passwort nennen. Und? Wirst du kooperieren? Oh Gott! Oh Raus Gott. Damit! Okay, okay. Nicht schießen! Ich komme dort rein. Es ist nur ein... Damit er eben nicht das Passwort nimmt. Egal, wo er auch hin will. Aber ich meine, das ist ja eh nur Gunner. Oh Gott, der redet weiter. Geil! Und er hat sich da noch eingeschnappt. Ey, Piper! Du bist in keiner Verhandlungslage. Okay, okay. Lass mich nachdenken. Die Zeit läuft ab. Nein. Du bist mir gefolgt. Okay. Komm her, bist du wegen... Okay. Verdammt, hab die Spur verloren. Er scheint tatsächlich nicht mit uns... Wieso wollte er nicht sofort mit uns reden? Piper kann ihn auf jeden Fall richtig gut sehen. Ich meine, wir haben eh noch so ein paar Sachen. Du hast so keine Chance. Piper, mach dich so fertig. Das ist ein bisschen doof, wenn man... kann ich den jetzt eigentlich anvisieren? So kann ich nicht. Oh, Piper. Na? Das ist unsichtbar gemacht. Ist ja nicht so, als wenn ich dich nicht trotzdem sehen würde. Alter, heilt er sich. Na gut, wir brauchen ein bisschen mehr Schaden. Ein paar letzte Worte? Ich glaube nicht. Ach, du kriegst sogar ein Snipback heute. Zack, in die Schulter damit. Gibt's ein kleines Bärenpflaster oben drauf und ein Lollipop, den gibt's später. So, Runnership nehmen wir... Was hat er noch dabei? Runner-Uniform. Runner-Institut-Pistole. Nee, einfach nur so Institutsbürger, die kannst du behalten. Was macht denn seine Uniform? Die gucken wir uns mal kurz an. Okay. Ersetzt die jetzt alles? Das wäre jetzt mal so die Frage. Ja gut, ich meine, wir sehen es jetzt gerade nicht, weil wir die Power-Rüstung noch anhaben. Wer bist du? Hallo. Lass mich in Ruhe. Du bist doch ein Gunner, oder? So, dann können wir hier... Was ist denn da? Aufzug benutzen. Aufzug ist außer Betrieb. Oh, Hallöchen. Fatman nehmen wir natürlich gerne mit. Was haben wir da? Nur übers Terminal. Nur übers Terminal. Haben wir jetzt zu viel dabei? Ja, Tatsache. Nehmen wir mal als Konsequenz natürlich noch mehr mit. 100 russische Eier, bla 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 bla. Brauchen wir alles nicht. Frage ist natürlich, Papa, komm kurz her, du musst was tragen. Sag an. Gut, die hat auch noch nichts von uns dabei, das ist sehr gut. Nehmen wir hier den Fatman.
Und hier sowas. Wie steht's damit? Brauche noch mehr. Oh, wir haben sogar zwei Raketenwerfer dabei. Ich verstehe schon, warum wir so voll sind. Wieso kommen wir... Das schaffe ich nicht zu hacken. Der ist außer Betrieb. Okay, wir müssen das ja anscheinend irgendwie machen. Oder brauchen wir das überhaupt? Warte mal. Genetisches Passwort. Oh, okay. Das war easy. Passwort haben wir. Also ehrlich gesagt hätte ich jetzt irgendwie mehr vom Runner erwartet. Ich meine, gut, wir waren in der Ulti-Power-Rüstung, ist mir schon klar. Aber trotzdem. Irgendwie hätte ich mir... Keine Ahnung. Okay. Ich meine, guck mal, wie viele Leute der auch ausradiert hat und so weiter, ne? Können wir hier noch Sicherheitstürsteuerung? Tür öffnen. Komm, mach es, mach schneller. Mach es, tu es, dude. Mach es schneller. Okay, gibt's hier noch irgendwas Feines drin? Wer bist du? Hi. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Oh, du weißt es vielleicht nicht. Ich bin ein Superheld. Das ist mein Beruf. Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet... Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst... Nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Hey. Hey. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Das ist eine komische. Ich werde Tschüssikowski. Gucken wir mal hier oben noch, was wir so finden. Ist euch ein Terminal gesperrt. Okay, aber wir müssen doch jetzt eigentlich alles aufmachen können, oder? Türensteuerung, machen wir mal auf. Warum ist ihr denn jetzt schon nicht sofort aufgeschlossen? Wir haben doch eigentlich jetzt schon alles hier auch gemacht in dem Bereich. Aber gut, aber gut, aber gut. Wir beschweren uns nicht. Komm schon, mach auf. Tür. Nein, nein, ich... Ich will die Tür doch nicht mehr regeln. So, okay. Jetzt schauen wir mal, was es hier hinter noch gibt. Cambridge. Wait, what? Ich wollte doch immer noch... Sind wir jetzt hier auf einer Terrasse oder wie? Ich würde auch noch den Fahrstuhl benutzen. Okay. Wir haben es gerade nicht eilig, oder? Leuchtfackel ist geil. Na gut, der Quasar, ne? Nach dir. Hey, Piper. Hey, hier, damit du wach bleibst. Funktioniert bei mir immer. Okay. Was soll ich machen? Ist zwischen uns alles in Ordnung, Piper? Ich schwebe im siebten Himmel, Blue. Es könnte nicht besser laufen. Und das alles nur dank dir. Was meinst du? Der Kampf gegen den Runner verlief ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der den Chip entschlüsseln kann. Okay. Och, nichts. Sicher. Och, nix. Geil. Okay, anscheinend geht's auch nicht noch weiter nach oben. Oder warte mal. Wir gehen nochmal rein. Ich will es nochmal wissen. Wir benutzen mal den Fahrstuhl. Obwohl, der wird uns wahrscheinlich nur nach unten fahren. Wir sind ja schon ganz oben. Ja, ja. Okay, das heißt, wir gehen gleich wieder zurück. Aufgepasst. Nein. Was kann ich für dich tun? Wir gehen wieder raus. Wir jumpen nämlich runter. Und dann müssen wir mal kurz gucken, wo müssen wir denn gleich hin? Ich bin mal gespannt, ob wir damit echt ins Institut kommen. Daten. Aufgaben. Lass den Runnership analysieren. Von... Okay, wir müssen nach Good Neighbor. Ah, okay. Wahrscheinlich dann wieder zu dieser einen Trulla. Man vergisst leicht. Die auch hier diese komische Gedankenspiele gemacht hat. Sehe ich da unten etwa Feinde? Was war das? Nichts. Nichts, Piper. Gar nichts. Da waren wir aber schon mal. Sind nur wieder dahin gespawnt.
Die holen uns auch nicht den Stuff von dir. Hey, mitten ins Bein. Wieder ins Bein. Na los, komm doch endlich mal gucken. Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Ja, so ähnlich. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ach, schade, nicht getroffen. Jetzt aber. Was? Das hat er immer noch ausgehalten? Jetzt aber. 73. Ist hier noch mehr von euch? Da. 7 EP. Mensch, das ist ja richtig viel. Guck mal da hinten. Na komm. Na komm. Na guck vor. Na guck vor. Ach, schade. Wer schießt da? Wer schießt da? Wer wagt es? Das ist ja sogar. Na gut. Wir sind hier nicht allein, Blue. Okay, wir schmeißen uns weg. Ey! Wer bist du? Wer bist du? Was soll das? Okay, dann haben wir jetzt auch das, glaube ich, hier so ein bisschen mit den Raidern wieder mal erledigt. Wir gehen ja direkt nach Good Neighbor. Oder lassen wir die Power-Rüstung erstmal? Nee, wir behalten sie sogar mal an. Wir lassen sie nochmal dabei. Hat sich ja niemand was dagegen, wenn wir mit so einer riesen Power-Rüstung durch die Gegend laufen. Und... Ach, den Kryo! Nein! Scheiße! Das habe ich jetzt verplant. Ja gut, ich würde sagen, wir machen aber an der Stelle auch erstmal Pause, machen dann beim nächsten Mal weiter und dann hoffentlich mit der Kryokan. Wir werden mal kurz noch verkaufen am Ende. Ja, dann, ich nehme euch da mal mit. Für jede Situation die passende Waffe. Na, das ist doch sehr gut. Ich schau's mir an. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Machen wir. Inventar, Waffen. Kronkorkmine kannst du haben. Molly kannst du alles haben. Wir nehmen auf jeden Fall von ihr auch ein bisschen was mit. Wir brauchen nämlich 2 mm elektromagnetische Kartusche. Brauchen wir das? Ich glaube nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Fusionszellen. Ja, nehmen wir mal alle mit. Gleisbolzen auf jeden Fall auch. Kaliber 50 nehmen wir alles mit. So viel Geld haben wir ja gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Rakete brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen noch Schrotmoni, genau das hier. Okay, dann geben wir die mal jetzt schön alles, was wir haben. So, Runner-Uniform auf keinen Fall. Die werden wir mal gucken, ob wir die anziehen können. Das hier kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Und das kannst du auch haben. So, meine Hilfsnote Buffett. Oh, hier kannst du eine ganze Menge haben. Oh, wir kriegen die ganze Zeit immer Kaugummis von ihr. Geil, die verkaufen wir natürlich dann heimlich. Nein, die Nuka. Eine behalten wir. Psycho-Jet, alles hier kommen. Stichflieger, Todeskrankfleisch. Plus, wir sind noch im Plus. Okay, mein Diverses, mein Schrott. Nö, meine Mods. Okay, hier können wir natürlich auch ein bisschen was raushauen.